Auf was? Geht denn da jetzt ab? Okay. Oh. Seh schon. Verpisst euch da jetzt. Hörst du auf, Emma? Los, spam einer mit Hühner. Hubitsch! Hühner! Hey! Ich helf dir, Dennis! Boah, hey. Wie er sich feige verzogen hat. Bist du da tot? Ja, ich bin tot. Oh! Haben, oh. Nein, komm, wie blöd er ist. Warte, ich warte dich. Ich spawn aber noch mehr Hühner. Ja, gib mal Game Mode. Alter, wie kompliziert machst du denn bitte mit der Hühnerbombe? Echt, Mann? Du brauchst nur ein Feld in der Luft. Ja. Das ist auch geil. Das ist auch geil. Habt ihr noch nie diese Hühnerbombe gebaut? Ohne Spaß, ey, das ist... Dennis, das musst du auch klar. Achso, habt ihr schon? Ja. Ich weiß, das werde ich bestimmt bereuen, aber... reicht das? Ach, nein. Ihr müsst ziemlich oben in die Ecke fliegen. Ich kann fliegen! Oh mein Gott, TNT. Nein, nicht daneben, das ist doch mal. Haben mich schon alle gewarnt vor. Was macht er denn? Gib den Hardy kein TNT. Voll am Feuerzeug, ich muss zünden. Wo ist da denn Huhn da? Es war noch jemand Pilla, warte! Nein, was ist denn los? Ja, die kommen da raus. Oh, ich höre schon Hardy. Boah, Alter. Oh mein Gott, wie viel TNT da unten ist. Ja, dann mach ich das wie bei dem anderen Spezial. Oh, oh. Alter, vernichten wir jetzt echt die Welt? Lol. Ja, klar. Das TNT. Alter. Da bricht der Server gleich zusammen. Oh mein Gott. Ja, der German Let's Player hat letztes Mal so ein richtiges Feld geplant. Was wir machen könnten, was wir sonst nie machen konnten. Was denn? Pass auf, zeig dir mal. Ja, aber da hatte ich doch die Möglichkeit, einen Befehl zu machen. Ja, stimmt, oder nicht? Da ist der ganze Server abgekackt. Nicht so viel, das ist nur ein kleiner Server. Doch. Hutzala. Übertrieben viel. Ganz viel? Boah, guck mal, die Hühner. Was machst du denn da? Die Hühner fackeln, boah. Alter, die Hühner! Das war geil. Boah, ist doch schön hier mit dieser Höhle. Hier ist doch echt so nach Natur aus. Ja, ist schon nice. Ja, aber weißt du, in Höhlen spukt es ja nicht immer. Alter, die Geister, boah, wie laut die sind. Boah. Boah, die sind so krass, Leute, ist der Hammer. Oh ja. Da ist er runtergeregelt. Genau, wie deine Mom, wenn die richtig hart stöhnen. Oh ja. Du weißt halt ja am besten, wa? Ja, klar. Du bist ja auf Seilchen springen mit Hitten, du. Da kann ich noch ein paar Lücken aufdecken, wenn ihr alle springt. Wo noch was hin kann. Was ist das hier eigentlich für ein Bau hier mit hier in dem Gestrüpp hier? Also hier ist noch nicht genug Zerstörung. Wo bist du? Das ist doch schön. Die arme Welt. Alles kaputt machen. Boah, Lohn. Sinnlose Zerstörung, das ist einfach die menschliche Natur. Ja. Eben, das ist einfach geil. Das ist richtig geil. Immer. Da machen wir das mal anders, noch ein bisschen Lava. Aber auch krass, wie viel er hier gebaut hat. Warte, war. Das hast du ja alles gar nicht zerstört. Lass mal, lass mal die Megabombe bauen. Die Megabombe? Ja. Die den Server fickt. Ja, dann lass sie doch da hinten im Gebäude bauen. Schade. Der Befehl geht nicht. Was wolltest du denn machen? Na komm, ja, Dennis. Wie beim letzten Mal. Hier, ich bin hier. Komm. Ach so. Oder warte mal, ich glaub, doch, Sekunde. Alles kaputt machen. Ich probier mal eben was. Wollen wir die hier bauen? Obwohl, nee, da geht ja. Nee, fuck. Das wird nicht gehen. Jetzt so. Was ist das hier eigentlich für ein Bau? Warum brennt das nicht? Ach so. Guck mal. Ganz viele Hühnchen. Das finde ich doch schön. Ich erstmal, ja, das ist zu klein. Das war das Hotel. Ja. Ma. Geiles das Dach. Das war das Hotel, hast du schon gesagt. Gucken, wie oft der Server noch crasht hier. Oh Gott, ist das nicht schön. Genau, jetzt noch alles mit Lava überziehen. Da habe ich doch wieder was zu tun, die nächsten 600 Folgen, ne? Da hinten ist noch eine Windmühle und ein Dorf. Das Dorf ist auch gut bestückt. Jawoll. Willst du die Frauen schändigen? Ich wollte jetzt eigentlich was zu gut bestückt sagen, aber ich lasse es besser. Alter, hast du eigentlich den Trailer gesehen, den ich gestern noch geschickt habe? Du mit Olivia?
Ne, das Schmankerle. Das hast du mir nicht geschickt. Ich hab mich schon gewundert, was du mir zeigen wolltest. Das Schmankerle. Alter, ohne Spaß, das ist so geil. Ihr seid schwarz, sie sind weiß. Nehmt eure Penis und haut sie in den Boden. Mann. Was? Das kenne ich nicht, keine Ahnung. Er ist ein neuer, jetzt zeig ich dir, das hab ich später. Was machst du hier überhaupt für eine Scheiße? Ja, Moment. So sieht eine Hexe aus, geil. Ja, haben wir noch nie gesehen. Ne? Oh, nee. Die Hexen sind voll sexy, ohne Spaß. Die rennt gerade in den Kamin so rein. Richtig geil. Warum ohne Spaß? Ich habe echt noch keinen Plan. Ja, okay. Das finde ich gut. Damit bringst du den Server zwar fast gar nicht zum Abkacken, aber. Tja, Peter, also hier sind gar keine Leute mehr in deinem Dorf, ne? Da waren überall nur Zombies. Alter, weißt du eigentlich, wie lange das dauert, bis die Lava da unten angekommen ist? Keine Ahnung, lange. 2 Monate? Sehr lange. So, ich fucke mal eben den Wald ab, den ganzen. Ja, kein Ding. Brennt er super. Ja, schön dicht vor allem, ne? Ich hab gerade mal das komplette... Ja, nimm Holz, Adi. Warum endet jedes Spezial immer mit Vernichtung der Welt? Vielleicht ist es das Ende? Weil das so ist. Genau, letzte Folge, ne? Machst keine Displays mehr. Ja, denken die wieder alle. Ja, kommt jetzt wieder an nichts. Auf LPs zu machen. Was, reparierst du deine Welt bis zum nächsten Part? Boah, was ist das denn für ein Lava-Ding? Also so, Dennis, jetzt musst du aber alles noch mit Bildern schmücken hier. Was für ein Lava-Ding? Die Windmühle. Du kannst ja mal deinen Tunnel nehmen. Ich fahr da gerade lang irgendwie. Ich weiß zwar nicht, wo der hinführt, aber ich fahr mal lang. Ins Haus. Okay. Ah, ich seh dich doch. Boah, pure Zerstörung. Pur. Boah, leck mich am Arsch. Ja, an dieser Stelle möchte ich ein Zeichen setzen. Wir sind Gamer und wir sind gewalttätig. Auf jeden. Und wir stehen drauf. Ich glaube, wenn du da zündest, ist Ende, oder? Weißt du, wir nehmen alle Spiele mit Vergewaltigung, das volle Programm. Also, da stehen wir drauf. Warte mal, warum bin ich immer hier hingeportet? Wo ist der? Bram denn? Wo ist wer? Hilfe, wo geht's denn hier rauf? Hier ist über Lava im Peters Keller. Ach da, guck mal. Und Spaß hatte, guck mal nach oben. Oh, okay, weg ist er. Ich musste mal eben kurz neu joinen hier. Weil bei mir das. Ah, okay, alles klar, weil die ganzen TNT-Dinger, die ich gerade angeklickt habe, die existierten quasi eigentlich schon gar nicht mehr. Ja, okay. Ja, das habe ich auch. Okay, da war öfter. Ah, den Turm habt ihr aber nicht sauber weggesprengt, ne? Das ist schon mal. Kommt noch. Ab zur B-Note. Alles schön mit einer Lavaschicht überziehen. Wo bis der Peter das wieder weggeräumt hat, alles, ey. Ich schütte Wasser drüber und baue die Steine ab, ist einfach. Also ich finde, das könntest du echt jetzt so als Special machen, weißt du, so die nächsten 400 Folgen Aufräumarbeiten, weißt du, du bist eine Art Trümmerfrau-LP und oder und sowas. Und dann machen wir Trümmerfrau-LP. Ja, und dann machen wir wieder ein Special. Genau, wie wir da alles kaputt machen. Ja. Ah, ich sehe schon. Genau, du baust extra aufwendige Sachen für uns, damit wir sie kaputt machen können. Genau. Boah, wie hakelig das alles läuft jetzt, ne? Alter, ich hab läuft butterweich hier alles. Ja, ich hab grad super viel Lava in dem Tunnel gespammt die ganze Zeit. Guck mal, die ganzen Skelette hier und... Haben wir nicht hier einen Command hier, womit man irgendwie 10.000 Creeper auf einmal spawnen können? Weiß nicht, ob das da Backe drin ist. Alter, was ist da denn für ein Turm hier? Achso, ich seh schon, ein riesiger Lava-Penis. Mein Gott! Wo denn? Flieg mal über ein Hotel hoch, was da runterkommt. Ach so. Ma. Aber leg mal, das ist immer dein Haus, dann hast du noch Zeit, deine Sachen zu packen, so langsam wie das fließt. Oh oh. So, wer stellt sich gleich der Herausforderung und zieht irgendwie 50 Creeper hinter sich her? Lol, wer hat dann Wither gebaut? Oh, schon wieder einer? What the fuck? Das geht nach unten ab. Boah. Hallo, na? Oh oh. Ein paar Creeper. Ja, boah, man, nice, ich mit dem Creeper ist echt voll fett. Ich zähl kann man eigentlich eine Creeper-Bombe machen? Kann man. Lol. Ja, kann man. Boah. Kannst das du eine Kreatur machen? Was kann man machen? Eine Creeper-Bombe. Ist unser Aufwand. Creeper-Bombe, meinst du, das geht? Das wäre doch mal nice, oder? Das geht mit jedem Leben. Halt rechts. Rechts von dir. Rechts, wo? Ja. Wo bist du denn? Ich seh dich nicht. Ich seh dich nicht. Hier sieht man gar nichts mehr. Dennis! Habt ihr eine Map drauf? Guck mal, wie die aussieht. Alter, wie geil ist das bitte? Was denn? Ja, stimmt. Komm her! Ich werde dir auch als Download anbieten, also wer das runterladen möchte.
Wer da aufräumt? Ja, warte, soll ich dir helfen? Soll ich dir helfen? Ja, ja, tu mal ein paar da drauf. Lol. Nein, nicht so helfen. Das war ich nicht, das war ich nicht, ich hab nichts gemacht. Wie dann also, aussieht. Wir haben Leggen, sind die, die fallen leggend zu Boden. Nein, ich bin in. Oh Gott. Ach, das reicht, da müsst ihr gar nicht ummauern. Nee, also, nee, das reicht. Weiß ich, wie viele das werden. Lol. Da hat irgendeiner draufgehauen. Ich nicht. Also bei mir fliegen die in der Luft, so sehr ist das. Ja, bei mir auch. Wo seid ihr denn? Hätte ich das gewusst, dann hätte ich einen riesigen Server gebucht. Mach. Ein riesigen. Ein Creeper, ey, wie so eine Seuche, ey. Warte, Manuel. Ey, voll die Seuche. Ja, muss mal in den Himmel gucken. Okay. Boah, Dennis, deine Lava hat aber schon hier ein gutes Stückchen zurückgelegt, du. Naja, die braucht aber, ne? Die braucht noch, die braucht noch. Da geht ja gar nichts, ich glaube, ich lock mich mal wieder ein. Na, hab ich auch was gemacht. Boah, wie das hier aussieht, ey, leck mir Arsch. Alles kaputt gemacht. Das kann ich den Drachen nochmal töten. Ja, genau. Ja, ohne Spaß, dann braucht die Lava denn bitte noch, bis ich da runterkomme. Das wäre sowas von einfach nur awesome, wenn du irgendeinen Fehler gemacht hättest, von wegen Map-Saving und so ein Kram. Das wäre so geil, ey. So, ja, ich nehme jetzt sogar eine Runde Minecraft auf und dann, ja. Das sieht halt immer noch so aus. Boah, das wäre brutal, ey. Die fliegen! Ich würd dat nett finden. Ja, würdest du das? Ja, boah, wie wenig sich auch bewegt bei der Lava. Ja. Obwohl, da ist die Map ja alle 20 Folgen zum Download gibt. Oh, hier ist ein Wither, Absicherung. Ne? Genau, gleichzeitige Absicherung. Du musst höchstens nur 20 Folgen aufnehmen. Ach, das meintest du voll mit der Lava. Aber krass, die Hühner hier. Woher kommen die denn? What the fuck? Ey, das wird noch Stunden dauern. Oh ja. Ja, auf jeden Fall. Und das Geile ist, ich hab da gerade überall Hühner hingespawnt. Also ein Stück wird das wahrscheinlich noch dauern, dann ist die unten die Lava. Ja. Sieht aber schon geil aus irgendwie, ja? Boah, da kriegst du voll den epileptischen Anfall von mir, wenn du dich genau in die Ecke hier stellst und die ganze Zeit deine Maus bewegst. Du kannst aber zwischendurch hochfliegen, ne? Boah, die Hühner, die spawnen immer schon in so Paketen gerade bei mir. In Paketen? Ja, so hakelt das. Oder unten sind Hexen. Das ist nicht schön. Oder? Boah, das ist ja alles voll Lava unten. Ach. Geilen Hexen hier. Was machst du denn da? Boah, geil, die Hexen haben eine eigene Animation für die Nase. Die bewegt sich so hoch. Guck mal, es regnet Wither, was machst du denn? Oh. Boah, oh, da hätten wir doch ein paar bauen können. Bei dem Texture-Pack, da müsstest du mal sehen, wie die Hexen aussehen, ey. Leck mir mal. Was hast du denn? Sax? Nee, ich hab, wie heißt das? Ich hab keine Ahnung, wer das jetzt gerade was, das Texture-Pack lutscht meinem Penis 2007, also ich guck mal gerade, ich hab das Texture-Pack Dooku-Craft hab ich drauf. Ah, Count Dooku-Craft? Oh, ja, geil. Count Dooku-Craft auf jeden Fall. So, noch ein paar Wither machen. Noch ein paar Wither. Ich muss echt sagen, ein bisschen schade, dass es so schnell ging mit dem Drachen und so. Der ja, ging ne? Zu zügig eigentlich, ne? Der ging echt zu zügig. Wir sind halt gut. Ja, der Drache konnte auch nichts. Boah, wie viele Wither hier sind, ey? Vor allem, ich komm rein, tot. Raus aus der Aufnahme. Ja, der war auch geil. Stani. Was seht ihr doch ewig, Peter? Jetzt tu nicht ey, so. Was hier? Was fällt denn da runter? Was habt ihr denn gespawnt? Ohne Spaß, bei mir leckt das da. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie das aussieht, ey. Wie so ein gigantischer Lutschstab mit so allem möglichen Krams noch da dran. Hier so mit so Wither und. Ja, die mal runter und hochgehen, ne? Runter hoch. Du bist auch so ein Lutschstab, ey. Ja, so eine Lutschstange, weißt du so. Ach komm. Ja, alles das, wovon du noch nie geträumt hast. So, eine Endlutschstange. Ich spawn jetzt mal schnell noch 2000 Fledermäuse. Oh, wenn an der Lutschstange so viele Viecher dran hast, dann wäre das nicht so gut, glaube ich. Bah. Weißt du, auch voll geil, so wenn du jetzt im Sommer, wenn du dann so eine Fliegenfalle hast, so ein Klebeband, weißt du, so, kannst du ja immer schön da wegsnacken irgendwie. Kannst du rollen. Das ist alles Eiweiß, ne? Ja, ist alles Eiweiß. Aber bitte die grünen Fliegen, diese glänzenden, weißt du, diese Scheißhausfliegen. Genau. Ekelhaft. Mit Aroma. Also, wie du Renesse meinst, ne? Das waren aber Schwebfliegen, die ich gegessen habe. Achso, ja, da haben wir am Strand gesessen, da flogen die ganze Zeit diese komischen Schwebfliegen rum, die so aussehen wie Wespen. Ja. Und dann haben die sich halt immer auf meine Hand gesetzt und dann habe ich die halt weggesnackt.
Bah, ich hab dich halt weggelegt. Also ich hab sie jetzt nicht gekaut oder so, ne? Weil Dr. Bob wäre sicherlich sauer auf mich gewesen, wenn ich die nicht gekaut habe. Aber ja, ich weiß nicht, wäre ein bisschen eklig gewesen. Ich hab's einfach runtergeschluckt. Ja, also stimmt, so ist viel. Da haben sie langsam eklig. Tot gehabt durch Magensäure. Bah. Geiler. Dann wird Kadi den mal hoch und verfüttert den Saft an seine Kinder. Ah, wie die Vögel. Ach ja, genau, wie die Vögel. Sehr geil. Die, die Hühner landen gerade alle hier unten in der Lava. Ach, da unten, ich sehe dich da hinbacken. Ich komm jetzt gerade wieder hoch. Upsala, gezündet. Ja, ich lade die Map auf jeden Fall runter vom Server und guck die mir nur beim Single an. Bestimmt geil. Kannst du noch eine Folge draus machen, ne? Ja, Let's Show, Let's Show Destruction. My kaputt World. So, jetzt fliegen wir mal eben kurz zu diesem Baumhaus-Zeug. Da steht ja noch einiges. Behind the scenes so. Lass alles kaputt machen! Bam! Warte, Baumhaus-Zeug? Komm ich mal mit. Boah, das Baumhaus finde ich jetzt aber eher mau. Der ist noch nicht fertig, das war nur mittendrin. Da alle zusammen das Destruction. Da muss ich sagen, also mein und, größten Respekt für die Villa. Auf Fan-Server gehen und deren Welt zerstören? Klar. Ist doch geil. Könnte man tun. Sag mal, Dennis, existiert eigentlich noch unsere Map, wo ich diesen Baum da gebaut habe? Die müsste eigentlich noch existieren. Gib mir die noch. Das wäre echt geil. Du hast einen Baum gebaut? Wow. Ja, ich habe so einen riesengroßen Baum gebaut, wo man in der Baumkrone quasi hat sich so eine Druidenbehausung, weißt du? Sah echt fett aus, muss ich sagen. Ich war so ein bisschen stolz auf mich selbst, aber guck dir unsere letzte Folge an. Halt. Und dann hast du dir die ich habe alle Videos nur gesehen, alle vorbei. Ja, weißt du, was da wirklich war? Abonnieren, favorisieren und so weiter. Aber alle Videos, dann hast du keine Zeit mehr selber welche zu machen, wenn die alle guckst. Ja, Dennis ist ja besonders stolz auf seine Bauwerke. Das sind Hallo? Meistens immer so Kästen. So. Das stimmt gar nicht, du laberst voll die Bullshit. Wie der Manuel. Ja, okay, das letzte in der Season 6, da hattest du so zwei Kästen übereinander oder so drei Kästen übereinander, die auch mit so Stäbchen verbunden waren. Boah, cool. Das war schon mal ein Fortschritt. Neumodisches Hochhaus. Oder ist ein Fortschritt. Da müsst ihr euch mal die Sachen vom David angucken. Der baut immer nur Rechtecke auf Türmen. Das sieht voll merkwürdig aus. Auch genial. Ja, so ein bisschen krank auch. Ich kann doch nicht mal zu Sachen werfen, richtig. Ich sehe dich noch nicht mal zu. Peter baut irgendwie ständig nur Türme oder so. Ich glaube, der hat irgendwas zu verarbeiten. Ja, hat er auf Instagram gesagt. Hat er keinen Turm? Ne, der andere Peter von Pete Smitty. Ach so. Ja, ja, das war, ich weiß nicht, hat der schon mal einen Turm gebaut, Dennis, vor der 6.? Ich weiß es gar nicht. Ja, kannst du dich noch erinnern, auf dem Community-Server? Ja, Lieder da hat er auch schon so einen Turm gebaut, weißt du? Peter baut nur Türme, auf jeden Fall. Schon ganz kleinen Pimmel, ey. Ja, ich will gerade überlegen, was hat denn der gebaut, in der, ich das unter Wasser hatte? Da hatte der so einen komischen Schrein irgendwie. Direkt neben meinem Baum, weißt du? Das ist das erste Mal uns die Gottheit begegnet. Die Gottheit? Die grüne Gottheit. Ja. Oh mein Gott. Die grüne Gottheit. Oh, mein Farmturm sieht auch gut aus. Was war das noch? Eine Baumkrone? Nee, das war aber eine andere Season. Da hatten wir ja dieses Schluchthaus gebaut. Erinnerst du dich noch? Stimmt, genau. Ja. Darin da habe ich dann irgendwann da in so eine Baumkrone in die roten Augen reingesetzt und dann. Stimmt, das war ich. Da war sie da. Warst du da? Bist du sicher? Ja, das war auch auf meinem Grundstück. Das stimmt, aber wer hat ihm denn den Joint gegeben? Das war auch ich. Warst du dann auch? Bist du sicher? Aber ja. Ich muss in die Aufnahmen nochmal reingucken, ey. Ja, mach das doch. Du wirst es sehen, wie ich die Gottheit mit der grünen Flüssigkeit. Mit der grünen Flüssigkeit. Bah. Mit der grünen Lieblichkeit ausgestattet habe. Oh, geil. Was machst du denn hier, Manu? Ich hab nach hinten gelehnt und sah, dass gar es nix. Gut war. Ich war das nicht. Das hatten wir doch schon mal. Wie ihr hier rumbacken, ne? Toll. Gibt es einen Befehl, wo man alle Kreaturen hier töten kann, dann läuft er wieder flüssig. Ja, also wenn ich dem Server joine, dann fliegen die Wither so ein Stückchen und dann fangen die wieder an rumzulecken. Ja, genau. So sieht's aus. Ich glaube, wir haben dem Server so ziemlich alles abverlangt, was man ihm abverlangen kann. Ja, wir sind richtig hart gefickt, ey. Den 6-Slot-Server. Ja, so wie ich hier. Ich bin hier in eine neue Wohnung gezogen, wo hier jahrelang eine Oma gewohnt hat. Und ich habe schon gesagt, der Telefonleitung wird jetzt erstmal richtig besorgt, ey. Und ab März kriegst du noch einen 15-Inch Super-Negerschwanz mit VDSL. Geil. Alter, leg mich am Arsch. Ja. Das wird awesome. Das N-Wort benutzt, das ist aber nicht nett. Ja. Oh, Entschuldigung. So, direkt gebannt, zack. Musst du da extra rausgeschnitten werden hier. Ja, echt mal. Kommt erstmal ein Piep. What's good?
Genau, what's good? What's good? Pieper? Pieper. Wie das hier aussieht, das bin ich hier die ganze Zeit schon rum. Aber ich würde sagen, ich beende an dieser Stelle mal die Aufnahme. Wieso denn? Das ist doch noch nicht alles kaputt. Was denn? Wir wollen inzwischen nur noch zeigen, wie geil so ein Server lecken kann. Kannst du nicht noch weiter aufnehmen und im Zeitraffer zeigen, wie die Lava noch runterkommt? Meinst du? Also nur so, um die Renderzeit so ein bisschen zu erhöhen. Du meinst, um nochmal 4 Folgen dahinter zu bekommen? Das kann ich machen. Genau. Achso, nicht im Zeitraffer, sondern in Zeitlupe, damit genau, er noch länger dauert. Genau. Dann kannst du doch dabei aus der Tageszeitung vorlesen. Ja, und zwar aus der von 2017. Ja, eben. Dass die Leute meinen, das bewegt sich gar nicht. So langsam ist das.